So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder auf dem Weg nach Dortmund. Heute wird dieser Golf abgestimmt. Allerdings nicht in diesem Video, weil in diesem Video geht es um Björn. Es ist so ein bisschen Ritual. Immer wenn wir nach Dortmund fahren, müssen wir natürlich bei BP Motorentechnik anhalten. Und das soll heute auch der Fall sein. Allerdings haben wir uns überlegt, weil so viele Leute einfach danach fragen, machen wir mal ein Video rein um Björn als Person. Das heißt, es wird nicht um Motoren gehen, es wird nicht um Technik gehen, sondern wir quatschen einfach mal mit Björn und hören uns einfach mal an, wie Björns Leben so aussieht. An der Stelle muss man dazu sagen, Björn und ich haben schon wirklich viel zusammen gemacht. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, sind täglich im WhatsApp-Kontakt. Björn ist ja nicht immer ganz einfach, wissen ja bestimmt viele. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er so ein Profi auf seinem Gebiet ist. Björn und ich kommen aber wirklich perfekt miteinander aus, machen wirklich viel zusammen und deswegen freue ich mich auch auf dieses Video, weil vielleicht können wir euch mal so ein bisschen rüberbringen, wie Björn eigentlich ist. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal rein. Ach, hallo! So, willkommen bei BP Motortechnik. Ich habe gerade angekündigt, ich habe einen V6 Motor mit und wir machen heute einen V6 Motor. Nein, Spaß. Nein, ich habe schon gesagt, wir machen gar keine Motoren heute, sondern wir sind eigentlich auf dem Weg her, weil wir auf dem Prüfstand den Golf abstimmen. Und V6. Genau. So, genau, wo wir Björn X mit zu tun haben. Aber es fragen wirklich so krass viele Leute nach, so wie einfach so dein Werdegang ist, dass ich mir dachte, wir schieben einfach mal ganz schnelle 15 Minuten zwischen. Okay. Und reden mal nicht über Technik, sondern einfach so über dich. Ja. Ein bisschen Zeit habe ich, ist zwar ein bisschen Krach, weil ein neuer Mitarbeiter ist zugange, aber ist ja kein Problem. Mir egal, könnt ihr einfach hier hinstellen, wie so was. Und fällt. Du willst wissen, was ich gemacht habe? Wir machen es erstmal bequem hier. Ja. Passt das so vom Licht oder so? Ja. Ne? Ja. Okay. Falsch. Wir fangen ganz vorne an. Erstmal willst du dein Alter verraten? ja, die Leute können sich ja nicht schätzen. Ich gehe jetzt, das war wirklich gerade so komplett improvisiert. Ja. Wir haben nichts vorbereitet, gar nichts. Ich überlege jetzt gerade schon im Kopf so, welche Fragen mir so aus den letzten Jahren einfallen und versuche die jetzt nach und nach einfach mal abzuklappern. Ja, ich werde dieses Jahr 40 schon. Dieses Jahr 40? Mhm. Ja, da gibt es ja was zu feiern dieses Jahr. Oh ne, nicht nur Geburtstag feiern ist nicht so meins. Eigentlich. Nicht feiern. Okay. Aber egal. Also Überraschungsfall. Oh Gott, ja, noch besser. Ja. Okay, 40. Zweite Frage ist, viele fragen, ob du einen holländischen Akzent, also ob du irgendwas holländische Wurzeln oder ähnliches hast. Habe ich gelesen. Nein, das ist einfach nur so ein Sprachfehler. Ich kann es nicht so richtig sagen. Ist einfach so spreche ich und ich komme von hier aus dem Pott sozusagen, war auch immer hier und kann nichts daran ändern. Aus dem Pott heißt, du bist gebürtiger Dortmunder? Ja, oder? Genau. Okay, also voll Ruhrpottler durch und durch. Eigentlich war ich hier, genau hier mein Leben lang, in dieser Halle eigentlich mit 0 Jahren war ich. Mhm. Weil hier sind wir, mein Vater hat ja angefangen hier, vor über 50 Jahren. Ja, und jetzt bin ich schon wieder hier. Ich bin also nicht viel rumgekommen. Da sind wir schon einen Schritt weiter. Dein Vater hatte früher auch eine Motoreninstandsetzung. Genau, der hat fast das gleiche Alter wie bei mir. Mit um die 21 hat er sich selbstständig gemacht und hat sich diese Halle, nach dem Krieg war die hier vor frei, und hat die sich gekauft von der Deutschen Bahn. Und dann standen hier die Maschinen, die gleichen Maschinen, die ich jetzt auch habe, standen hier. Der Boden war aber eher Sand. Ja. Das Dach kam fast runter, da standen die Eimer wegen dem Wasserdurchfall. Ja, so war das hier, ganz zum Anfang. Okay. Dann wirst du wahrscheinlich ganz normal zur Schule gegangen sein? Ja. Hast du eine Ausbildung gemacht? Ich habe Schule gemacht, ich habe Abitur wollte ich machen, habe ich aber dann doch nicht gemacht. Nach Klasse 12 hatte ich einfach null Lust mehr gehabt, so gar keine Lust mehr. Ich war sehr deprimiert in der Zeit. Dann habe ich nämlich nachher erst erfahren, dass man Abitur machen kann mit den Hauptfächern Maschinenbau. Es gibt so extra. Mhm. Das haben die mir aber sozusagen nicht gesagt. Mhm. Und mit den normalen Fächern, so wie es an der Schule ist, komme ich jetzt nicht ganz gut. Das nennt sich dann Fachabitur. Nee, das war sogar ein volles Abitur. Ja, okay. Ich meine, 13 Jahre war das. Aber. Nee, ja, schon klar. Aber ich meine trotzdem, das ist dann mehr so ein Fachabitur. Die sind auch immer mehr in eine Richtung. Und dann habe ich gesagt, ich will das nicht, habe keine Lust mehr auf Schule. Dann meinte mein Vater, ich habe bei Hösch die Ausbildung gemacht. Mhm. Jetzt ist es ThyssenKrupp. Mhm. Mach dort auch die Ausbildung.
Dann sind wir dorthin, haben uns das angeguckt, den Tag der offenen Tür, und das fand ich sehr toll. Da waren die ganzen Maschinen dort, die hatten ja eine Lehrwerkstatt, eine große, wo die Azubis eigentlich nur zum Lernen hinkommen und nicht nur zum Fägen und so weiter. Das habe ich ja nicht gemacht in der Ausbildung. Das heißt, was hast du denn da gelernt? Industriemechaniker. Industriemechaniker. Ja. Okay. Ja, ja, so habe ich das gelernt und 3 Jahre, habe verkürzt, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Mhm. Was ich so faszinierend fand, in dem letzten Jahr war ich im Außeneinsatz im Stahlwerk und habe mit die Stahlwerke gewartet. Hier in Dortmund war ja noch der Hochofen, es war alles vorhanden. Ich habe alles gesehen, wie die Schlacke rauskommt, wie das Roheisen rauskommt, wie es gewalzt wird. Das war faszinierend, diese riesigen Maschinen. Aber rein gar nichts, was eigentlich mit Motoren und Kfz zu tun hat? Damals? Da gebe ich vollkommen recht, das hat damit nichts zu tun, aber das war bewusst so gemacht. Und aber auch eher praktisch als theoretisch orientiert. Ja, vollkommen praktisch. Es war, mein Vater hat gesagt, als Kfz-Mechaniker kann ich dich überhaupt nicht gebrauchen. Es gibt diese Ausbildung nicht, diesen Motorenbauer. Ganz, ganz früh hat mein Vater sogar Kfz-Technik, Fachrichtung Verbrennungstechnik ausgebildet. Das wurde aber fallen gelassen. Hattet ihr damals schon in dem Motorenbau Betrieb auch die Werkstatt schon mit dran, oder kam das erst später? Das kam erst noch ein bisschen später. Kam später erst? Ja, das kam später. Erst mit dem Umzug in die große Halle kam es. So, wie ging es dann weiter? Ich habe die Ausbildung gemacht. Danach habe ich bei meinem Vater angefangen. Das war eine schwierige Zeit, weil mein Vater und ich, der war, ich weiß nicht, wer schwieriger ist, mein Vater oder ich, auf jeden Fall hat es da durchgehend gekracht. Mhm. Wir konnten nicht 5 Minuten zusammen arbeiten. Zu mir war er immer nett. Ja, zu allen anderen war er immer nett, zu mir war er nicht nett. Ne? Aber er hat mir eben viel gezeigt, so gut wie es ging. Wir haben viel miteinander gearbeitet. Wir haben fast alles hier, diese Hallen, haben wir fast alles selber gebaut. Immer. Ich grätsche kurz zwischen, weil mir jetzt wieder eine Frage einfällt. Hast du Geschwister? Nein. Okay, kannst weiter erzählen? Ja. Ja, und dann habe ich da angefangen. Und der Plan von meinem Vater war, er war noch stiller Teilhaber, weil er war schon zu alt, hat was verpachtet oder eine Firma gegründet. Er muss erst alle Stationen in der neuen Werkstatt durch. Das heißt, ich bin als allererstes in die Kfz-Abteilung gekommen und sollte sowas wie Zahnriemenwechsel machen oder Bremsen wechseln. Und nach 3 Monaten war bei mir Ende. Ich hatte keine Lust mehr. Ich hätte alles hingeworfen, weil Autos ist nicht meins. Und am Autoschrauben. Und ich weiß noch, dieses so ein Mitsubishi Minivan, wo der Motor in der Mitte in so einem Tunnel eingebaut ist, wo man mit so einer Revisionsklappe dran schrauben sollte, da war ich. Mir tat alles weh, obwohl ich noch jung war. Mir tat alles weh und dachte mir, so ein Scheißberuf, habe ich gar keinen Bock drauf. Wahrscheinlich kam dann irgendwann auch der Charan VR6 rein und dann hast du endgültig gesagt, VR6 nie wieder. Das ging sogar noch zu der Zeit. Das ging. Mein Vater hat als allererstes 3,2 Liter gemacht. Da hatte VW noch gar keinen 3,2er, 3,32. Das waren, ja. Okay, also dann erstmal ein paar Monate Kfz-Bude, keine Lust mehr. Ja, das war ja, durfte dann in die Maschinenabteilung rein und habe dann dort die Maschinen kennengelernt. Das hört sich so groß an. Wie viele Mitarbeiter hatte dein Vater damals? Zu der Zeit waren es 10 Mitarbeiter. 10 Mitarbeiter, okay. Ja. Also ich fand schon recht groß. Ja. Ja, die große Halle, kennst ja, wie das ist. Dann bin ich in die Maschinenabteilung rein. Es wurde da schon ein ganz klein bisschen ruhiger zu der Zeit mit den Motoren in Standsetzung, weil früher war das ja, also als Schüler habe ich mir mal was dazu verdient. Ich habe 1,6er VW-Motoren, diese Dieselmotoren, sozusagen auf Akkord habe ich die Köpfe gemacht. Mhm. Und das war schön, den ersten Kopf hatte ich mit meinem Vater zusammen gemacht. Sozusagen so mit Stoppuhr und Gehalt ausgehandelt, 10 D-Mark die Stunde, wow, voll viel, ne, mit 14. Und dann haben wir gestoppt und ich habe 2 Stunden gebraucht, also habe ich 20 D-Mark pro Kopf bekommen. Okay, dann müssen wir jetzt aber wieder einen Schritt zurückspringen, das heißt, du hast schon zu deinen Schulzeiten an den Maschinen gearbeitet. Nein, das war noch keine Maschinenarbeit, das war Köpfe montieren, Ventilspiel einstellen. Okay. So eine spezielle Sache. Mhm. Das konnte ich immer in den Freistunden, konnte ich hinfahren, machen. Aber also war schon, aber schon so der Hang von früh auf dabei, wirklich was Praktisches, Technisches so zu machen. Du hättest ja auch sagen können, ich will die Wände streichen. Eventuell ja, aber ehrlich gesagt, ich habe ja nie was anderes kennengelernt. Ich war ja immer hier, deswegen war der Gedanke gar nicht da, was anderes zu machen. Also, aber zumindest von klein auf immer tief drin. Ne? Und dann? Und nach der Zeit habe ich dann 1,5 Jahre gemacht bei der Firma. Dann
weiß ich nicht genau, gefiel mir das alles nicht, Problem mit meinem Vater und so weiter. Und dann habe ich einen Techniker gemacht. Mhm. Staatlich berufter Kfz-Techniker, den brauchte ich ja auch, um eine Firma zu gründen. Mhm. Das heißt, du musst damals dann so ungefähr Mitte 20 gewesen sein oder so, in dem Dreh. Genau, ja, genau. Mhm. Und? Dann einen Techniker gemacht? Techniker. Nach der Technikerschule, das war ja nur theoretisch. Mhm. Das war mal im Verhältnis zu dem, was ich sonst gemacht habe, Theorie. Ich habe mit dem Konstruktionsprogramm gearbeitet, deswegen konnte ich danach auch irgendwelche Teile konstruieren am PC. Getriebeberechnungen haben wir gemacht, so alles, was so ein Kfz-Techniker, weil die waren eigentlich für die Industrie gedacht, als Vorstufe vom Ingenieur sozusagen. Das heißt, den Techniker war Vollzeit gemacht? Ja, genau, 2 Jahre Vollzeit, aber bin danach immer, weil die Schule war von 6 Uhr morgens bis 13 Uhr, glaube ich, jeden Tag. Da konnte ich also gut noch immer hier hin und habe auf Stundenbasis hier noch mir was verdient. Hast du zu dem Zeitpunkt auch selber ein Auto gehabt und an einem Auto geschraubt? Nein, zu der Zeit noch nicht. Gar nicht? Nein, da noch gar nicht. Okay. Ich hatte immer Corsa A und dann irgendwann habe ich einen Corsa A GSI gekauft. Das war cool. Diese 100 PS, 700 Kilo, das war astrein. Das war noch ganz Zeit, Jahres ja. Winterreifen. Fahr immer Winterreifen, weil die haben immer Grip im Gelände, im Nassen, immer. Ja. So, Techniker gemacht, dann? Dann. Du bist aber mit der Theorie-Seite auch klargekommen, hat dir Spaß gemacht. Ja, das war gut. Und dann bin ich nach 9FF gegangen, nach dem Techniker. Dann war ein bisschen. Auch viele nicht wissen? Ja, dann war eigentlich hier mehr oder weniger Problem, weil ich hatte mir gedacht, ich will mal was anderes machen, nicht nur immer nur das hier sehen. Mhm. War bei 9FF. Komm auch direkt hier aus Dortmund um die Ecke. Genau, mit dann noch meinem Schulkollegen Rolf, der war auch zu der Zeit da, der jetzt bei mir anfängt, der gerade da hinten am Arbeiten ist. Ach, macht. Ja. Da kommen wir später nochmal drauf zu, in dem nächsten Video oder so, würde ich sagen. Und da blieb ich nur ein Jahr. Es war eine interessante Zeit. Ich sag mal so, dort bin ich einmal 300 km/h gefahren selber und dann war es das für mich erledigt. Es war geil, das war krass. Ich glaube, zu der Zeit war dein Auto noch richtig lahm. Da hatte ich einen Porsche 996, der in 14,7 Sekunden 0 auf 300 geschafft hat. Da warst das war glaube ich, noch richtiger Student. Das war die Zeit, das war die Zeit, wo man so, wenn du gut warst, wahrscheinlich 400-500 PS gefahren bist oder so. Ne? Ja, und da hatten wir 900 bis 1000, ich weiß nicht genau. Was genau hast du bei 9FF gemacht? Ich habe Motoren gebaut, ein bisschen Entwicklungsarbeit gemacht, wie zum Beispiel geguckt, wie der Krümmer muss der. Ich habe auch Krümmer geschweißt zu der Zeit. Mhm. Einfach sozusagen die Prototypen-Sachen habe ich alles gemacht. Mhm. Rolf zu der Zeit hat die Motoren geschraubt, zerlegt und montiert, weil Porsche-Motoren, gerade die Boxer, die sind ja ein bisschen spezieller. Ja. Das konnte der relativ gut. Ja, und dann sind wir beide, haben wir dort aufgehört, haben unsere Wege sich sozusagen getrennt. Und ich habe mich danach selbstständig gemacht. Zuerst hier alleine und dann mit Daniel zusammen Firma Spiderwebs Engineering. Ich war dann in der Halle dort, da haben wir Krümmer gemacht, Motoren gemacht. Ich konnte dann sozusagen immer zur Miete zu der Firma, zu meinem Vater rein, habe dann die Motoren dort bearbeitet, konnte wieder rüberschieben. Ja, das war ganz okay, man brauchte keinen eigenen Maschinenpark, weil der ist ja groß. Und meistens 1,8T-Motor, ne? Das war damals so euer Parademotor. Ich habe mir dann doch ein Auto gekauft, ein Seat Leon Cupra R. Und da mit dem Auto bin ich überhaupt ins Tune gekommen. Mhm. Das war der 1,8T-Motor. Mhm. Und ich war dann im Forum und ich habe mich dafür interessiert. Und dann irgendwie kamen dann so Anfragen, kannst du mir den Kopf machen, kannst du mir das machen? Und so ist das angefangen. Und so waren dann immer mehr private Anfragen, dass ich dann selbstständig gemacht habe. Und dann weiß ich, habt ihr ganz viele Krümmer gebaut für den K04 Turbo, ne? Auch, ja. Und Ansaugbrücken. Ja, genau. Die beiden Sachen sind mir so eingefallen. Und dann habe ich nämlich über den Benni bei uns aus Hannover, Björn, eigentlich kennengelernt. Ja, stimmt. So, genau. Weil ich damals Probleme mit dem RS4 Motor hatte und dann weiß ich noch, wie ich mit Benni das erste Mal hier in eure Bude reingelaufen bin. Ja. Ja, so, ja. Und dann ging es immer weiter, dann irgendwann, der Vater wurde älter und dann irgendwann rüber. Mein Vater hatte dann den Pachtvertrag mit der Firma gekündigt dann war die große Halle mit den Maschinen frei. Mhm. Das war ja nur zum waren ja nur gepachtet dort. Und das war dann doof im Endeffekt. Ich wollte immer in diese kleine Halle rein. Er sagte, nein, du musst alles machen. Du musst alles machen. Und das heißt, ich kam dort und musste eine Kfz-Abteilung machen, hatte 5 Mitarbeiter, glaube ich, und das ging nicht. Das ging einfach nicht. Es war nervig, fertig.
da habe ich nämlich keine Ruhe gehabt, weil jeder hat mich immer nur gefragt, Björn, wie soll ich das machen, Björn, wie soll ich das machen, ja, das nervt mich, ich will was machen. Da kommt dann, als Chef musst du dann halt alles koordinieren, machen, tun und so weiter. Ja. Okay, so, und so ist es dazu gekommen, wie es heute ist, du machst Motoren. Genau, kann man so sagen. Autos, aber für dich wirklich eigentlich fast uninteressant. Ich finde es faszinierend, wie das funktioniert, dass das funktioniert. Sonst, aber eigentlich ist es mir uninteressant. Mhm. Hat vielleicht damit was zu tun mit den beiden Kindern, wo die geboren worden sind. Da habe ich irgendwie kein Interesse mehr gehabt, schnell zu fahren, weil war einfach zu gefährlich, fand ich. Und früher fand ich es cool, knallender Auspuff. Ne? Jetzt, wenn ich in der Stadt sitze, an der Eisdiele und da fahren die vorbei, nervt mich das nur. Unglaublich nervt mich das. Das heißt, wenn du hier das Tor abschließt, was machst du in deiner Freizeit so? Mit dem Hund spazieren gehen, mit dem Fahrrad fahren oder mit Kinderspielen. Mhm. Okay, das heißt, du legst wirklich keinen Wert darauf, wie, wo, mit welchem Auto, du musst nur von A nach B kommen erstmal. Ich habe doch einen weißen Golf, ne? Der ist doch fertig. Das war mal ehemals Jean-Pierre sein Golf. 5er GTI, ne? Ja, der ist mit 400 PS, läuft der wirklich toll. Ich fahre den nicht. Ich fahre den dieses Jahr, bin ich einmal gefahren dieses Jahr, weil mein anderer Wagen fährt auch, dieser kleine 60 PS Toyota. Ja, und so mache ich dann gar nichts mehr. So, und jetzt kommen wir zum Thema Fahrradfahren. Da haben mich auch schon viele immer gefragt, was genau Fahrradfahren? Da, man könnte jetzt denken, du ziehst dir so einen engen Anzug an und machst Fahrradfahren oder so. Nein, das ist nicht. Eigentlich eher das Geländefahren. Das macht Geländefahren. Mir Spaß. Downhill und sowas. Downhill einmal, wobei ich nenne mich jetzt, wenn ich Downhill sage, dann ist das so übertrieben, weil ich bin nicht Profi da drin. Ich mache mir einfach nur Spaß und es sind Meilen entfernt von richtig guten Fahrern. Und ich habe auch nicht genug Kondition mit dem Ganzen, deswegen fahre ich hier in Dortmund, wenn ich fahre. Und meinem Hund, der ist nämlich so schnell, ohne E-Antrieb habe ich keine Chance. Mit dem bin ich dann sozusagen, heute Abend wieder 20 Kilometer werde ich mit ihr machen. Sie läuft, ich habe meinen E-Antrieb, Gott sei Dank. Ja, und dann geht's ab zum Urlaub. In 2 Wochen, da habe ich, ja, wo wir letztens deinen Motor noch geschraubt haben, habe ich jetzt gerade meine Fahrradsache aufgebaut. Ja, das kann man nämlich. Ich bin ja am Basteln, das, endlich mal. Ha, das ist Sache öfter so, man läuft hier durch die Motorenwerkstatt und auf einmal denkt man, man ist hier in der Zweiradbude angekommen. Genau. Weil Björn sich mal wieder denkt, er müsste an sein Fahrrad irgendwas ändern. Hier zum Beispiel habe ich gestern angefangen. Die Geometrie von dem passte mir nicht ganz. Die war eigentlich eher degressiv, die Kennlinie. Geometrie, meinst du die Anlenkung von dem Stoßdämpfer? Genau. Mein Stoßdämpfer hatte hier, ist ja so ein Gummiring, das zeigt mir mal an, wie viel durchgefedert es ist nach dem Fahren. Und es war immer zu stark. Mhm. Der macht einfach, es sollte eigentlich zum Ende hin progressiver werden, damit man mehr Schutz gegen Durchschläge hat und dass man nicht so wegsackt. Ja, und dann habe ich. Progressiver heißt härter werden. Ja, genau. Federkennlinie ansteigen, progressiv. Die ist aber eher linear. Das führt dazu weit, die Spacer sind alle komplett drin, es geht nicht mehr, progressiver mit dem Luftdämpfer. Deswegen habe ich gestern mal ausprobiert. Okay, das heißt, da ist gar keine Feder drin, sondern das ist ein Luftdämpfer. Luft. Und wenn du den Volumen verkleinerst innen drin, dann hast du eine progressivere. Weil Feder in der Luft ist ja progressiv. Habe ich gestern mal ausprobiert, wie ist es, wenn ich mir den Federbeinaufnahme höher packe, dann habe ich hier nämlich eher eine progressivere Sache. Ja, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage, weil ich habe noch 2 Wochen Zeit, mir einen Alu-Block fräsen, damit ich das so habe. Ich finde es auf jeden Fall geil. Ich sehe hier tatsächlich ein paar Titanschrauben. Ja, das ist Titan dran. Titan. Siehst du, also liege ich mit meiner Leidenschaft doch nicht so weit weg. Carbon-Rahmen, Carbon-Lenker, ja. Krasse Scheiße. Ja. Und noch. Na, wie bei dir auch wahrscheinlich, ich habe 2 Satzlaufräder. Ja. Trockene und nasse. Muss man ein anderes Profil haben natürlich dafür. Ja, cool. Kennst du das hier? Kennt bestimmt fast keiner. Guck mal, guck mal euch. Also, hat sie mir schon mal gezeigt, ja? Ja. Den kann man runterklappen. Nochmal. Soll ich mal Kind drüber halten? Ja, gerne. Also, das ist, wenn ich im Gelände bin, dann habe ich genug Freiraum unter mir. Und wenn ich trampeln möchte, ist natürlich so tief wie auf dem BMX relativ dämlich. Dann habe ich eben hier meinen Hebel. Da kann ich den hochfahren, langsam und schnell. Versenkbare Sattelstütze, die beste Erfindung, die ich kenne vom Fahrrad. Ja. Neben dem Fahrrad. Ja, natürlich. Ja.
Ja. Ja, das war's für heute. Wir müssen jetzt nämlich weiter den Golfarm schwimmen. Ja. Das interessiert Björn recht wenig, vermute ich. Ich glaube, ich komme gleich vorbei. Echt? Burger essen. Kannst du gleich noch mal einmessen. Und wenn es Peng macht, ich winke nur und sag, war lecker, bis bald. Okay. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast für die Geschichte. Ja. Wir werden bestimmt einige richtig feiern. Ich versuche dich ja immer noch dazu zu überreden, dass du mal freitags zu uns nach Hannover kommst. Geil fände ich nämlich, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet. Ich würde so einen Tisch aufstellen, ja. Und dann gibt es so 2 Stunden Zeit und jeder, der von euch mal einen Motorschaden hatte, kann dieses kaputte Teil, jetzt nicht den ganzen Motor oder so, gerne bringen und wir philosophieren einfach ein bisschen drüber, was kaputt gegangen ist. So. Interessant. Aber auch nur, wenn es was Gutes zu essen gibt. Ja, das gibt es immer. Gott, immer was los. Ja. Und Bier gibt es auch. Ja. Okay, ciao.